Grüße unsere liebe Gäste hier in Großnarad. An dem heutigen Tag könnt ihr die von den Ungarndeutschen in unserem kleinen Dorf zurückgelassenen Traditionen erleben. Zuerst werden wir die Blaufärberwerkstatt besichtigen, danach ein typisches Bauernhaus der Ungarndeutschen und das Heimatmuseum. Am Ende könnt ihr es wählen, was ihr noch machen wollt. Jetzt sind wir schon in der Blaufärberwerkstatt. Die Deutschen in Ungarn nennen sich Sie kamen vor etwa. Du bist doch nicht etwa erkältet? Hast du die örtliche Legende nicht gehört? Die lautet der Geist einer alten quacksalberischen Frau, die erkältete Menschen in dem Dorf findet und ihnen erscheint? Oh, komm schon, das ist sicher nicht nur Aberglaube. Doch, wenn du den Knoblauch riechst, bedeutet das, dass der Geist dich gefunden hat. Was für ein Geist? Lass das, das ist doch nur Blödsinn. Unsere nächste Station, wie ihr das sehen könnt, ist ein typisches schwäbisches Bauernhaus. Damals haben in diesen kleinen Häusern sogar mehrere Generationen gewohnt. Die Einrichtung des Hauses war viel einfacher als heute. Findet ihr das nicht langweilig? Doch. Ich habe eine Idee. Machen wir doch eine eigene Führung. Die anderen schauen eh das Bauernhof an. Wir sollten eher die spannenden Teile des Hauses sehen. Sie kamen nach der 150-jährigen Türkenherrschaft. Nach der Türkenherrschaft war das Land verwüstet, verödet. Die Zahl der ungarndeutschen Bevölkerung hatte sehr abgenommen. Es kamen deutsche Ansiedler aus der überbevölkerten Gebiete. Boah, guck mal das an. Leg das lieber zurück, nicht dass du es hier zerbrichst. Oh Gott, was war denn das? Na, was denn los? Hast du etwa Angst? Vielleicht ist der Geist der alten quacksalberischen Frau da. Komm schon. Was war denn das? Leute, das wird hier immer komischer. Los, hauen wir von hier ab. Renn weiter, wir verlocken sie ins Museum. Okay, ich renn weiter. Ich gehe hier lang, gehe in die andere Richtung. Oh Johann, ich dachte schon, dass sie mich erwischt. Ich freue mich darüber, dass du dich nicht verletzt hast, aber wir sollten ja Gertrud suchen. Ich gehe da lang, gehe in die andere Richtung. Ah!
etwas gehört? Komm, rettern wir dich. Lassen Sie uns in Ruhe. Wir wissen nicht, wer Sie sind, aber wir haben Ihnen nichts angetan. Ich wollte euch nicht schaden. Ich habe nur gehört, dass der arme Bube hustet und ich wollte ihm nur helfen. Aber warum haben Sie dauerhaft nach uns gerannt? Aber ihr seid ja weggerannt. Aber es tut mir leid, wenn ich euch erschreckt habe. Lasst euch mit einem heilenden Abendessen trösten, das das Husten bestimmt verjagt. Kommt, Kinder, nehmt Platz. Liebe ältere, nette Frau, wir möchten uns bei Ihnen dafür entschuldigen, dass wir Sie für einen alten, quacksalbirischen Frau gehalten haben. Oh, ihr Süßen, kein Problem. Heutzutage kennen die Jugendlichen unsere Sitten und Bräuche nicht. Doch, wie nützlich sie sind. Habe ich recht?